Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Subnautica. So, der Bauer hat jetzt wieder volle Leistung. Und jetzt werden wir uns mal um die Fauna vor der Tür kümmern. Oder Flora eher. So, denn wir haben ja hier drüben auch ein schönes Grasbiom. Bloß nahe ist es halt besser, wenn wir das dann immer direkt vor der Tür haben. Das heißt, ich nehme hier mal so ein paar Rankenlanzen mit. Zwei Stück dürften reichen. Und ich merke gerade, ich habe gar kein Messer bei. Wie will ich denn hier was aufschneiden? Oh, da versagt sogar die Stimme. Oder was abschneiden? Ich gar kein Messer habe. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Okay, der Pirscher möchte mit uns spielen. Jetzt spielt er wieder mit dem Schrott. Oh. Wir haben dann einen kranken Fisch. Na, jetzt spielen sie alle mit dem Schrott. Drei Stück, die könnten mich glatt durchbeißen. Jetzt hör mal auf damit rumzuspielen. Genau. Denn ich würde es gerne haben. Für meine Zwecke. So, und den Brocken nehmen wir uns doch auch nochmal. Und hier haben wir auch nochmal einen. Warum wird das jetzt hier auf einmal so ruhig? Hier muss ich vorsichtig sein. Auch wenn die schön leuchten, die Fische. Die sind giftig. So. Ja, passt schon so langsam. Ah, hier ist auch nochmal Schrott. Hoppala. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, hier ist er. Ab und zu mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dann passt das auch. So, hier haben wir auch nochmal. Hier ebenso. Da ist das Pilzbiom. Noch weiter runter wollte ich eigentlich nicht. Weil da finde ich ja... Im Pilzbiom waren, glaube ich, nicht so viel Blei zu finden. Da haben wir doch eher Chancen hier, oder? Täuscht das. Weil das, was wir eigentlich noch haufenweise brauchen, ist Blei. Eieiei, ist das hier dunkel in der Höhle. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. So, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Und nehmen natürlich auch alle so weit mit. Oh, Inventar schon voll. Okay, supi. So, da wo wir hergekommen sind, war glaube ich da. Da ist das Biom, hier ist unsere Base. Sehr schön, jetzt haben wir zwar kein Titan weitergefunden. Aber ist eigentlich nicht weiter schlimm. Das können wir schon irgendwie kompensieren, hoffe ich mal. So, alle hops. Und nochmal, schön gedreht. Dann pflanze ich zuerst jetzt mal die kleinen Büschel. Würde sich eigentlich anbieten, wenn wir es erst hier machen. So. Jawohl. Dann haben wir hier auch immer eine schöne Beleuchtung. Das wird passen. Gut, jetzt brauchen wir wieder Allzweckwerkzeug, um Titan herzustellen. Können wir nämlich auch schon den zweiten Button machen.
So, hatte ich eigentlich auch Quarz bei? Ja, wunderbar. Könnte ich doch noch eigentlich... Ja, okay, ein Quarz mehr bräuchten wir. Aber das soll bestimmt noch irgendwo rumliegen. Dann mache ich hier nochmal ein Solarmodul für die Ersatzenergie. So, ja, Quarz, Quarz, Quarz. Ich komme gleich Quarz. Haben wir bestimmt hier oben noch Quarz drinne, oder? Silber, Kupfer. Ja, siehst du, haben wir doch noch einmal Quarz. Das passt doch. So, jetzt können wir dich nämlich auch komplettieren. Und dann haben wir hier sogar Reserveenergie zur Not. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch haufenweise Blei. Die Verstärkung können wir sogar von außen anbringen. Haha. So, die war fertig. Können wir ja hier von außen eigentlich auch nochmal eine anbringen. Hier. Dafür brauchen wir Lithium. Und nach drinnen möchte ich ein Fenster haben. Hier machen wir dasselbe. Das geht nicht. Warum geht's nicht? Stimmt, weil wir da ja was zwischen haben. Das hier wegen der Leiter nicht. Genau. Lithium, Lithium, Lithium. Nein. Oh, es wird Zeit, dass ich hier was sortiere. Ist ja grauenvoll hier. So, Verstärkung einmal hier anbringen. Ah, 23. Jetzt können wir wieder ein bisschen bauen. Das passt schon. So. Ja, halt, da war doch Quarz. Und hier müsste auch noch eins drin gewesen sein. Wunderbar. Super. Können wir uns nämlich nochmal einmal Glas machen. Einen Titanbahn. Okay. Jetzt haben wir hier so ein kleines Fenster. Dann kann man halt immer noch mal ein bisschen in den Garten gucken. Ist gar nicht so verkehrt. So, hier kriegen wir das Beet jetzt auch fertig. Genauso wie hier. Nicht wirklich. Naja gut, naja gut. Nicht so weiter schlimm. Nicht so weiter schlimm. So, dann muss ich mir mal überlegen, wie wir das dann weiter fabrizieren hier. Weil so ist die Basis ja schon recht groß. Aber ich möchte ja halt hier auch irgendwie zwischen lagern können. Das heißt, hier will ich das Lager einsetzen. Später. Also die beiden Mehrzweckräume. Hier ist der Generator dann drin. Da ist dann sozusagen das Pflanzliche. Dann wäre doch eigentlich cool, wenn wir hier nochmal... irgendwie rausgehen könnten, oder? So hinter der Leiter. Wenn wir so einen Ausstieg hätten. So. Ah, ist noch ein bisschen Planung hier. Schmierstoff und Blei fehlt da jetzt auch nur noch. Okay. Na, Schmierstoff dürften wir noch haben. Und Scannerraum brauchen wir ja auch. Und ich würde auch gerne einen Observationsdock haben wollen. So, das heißt, ich würde hier oben einen Observationsdock bauen. Genauso wie hier. Dann machen wir da drinnen sozusagen unsere Camping-Ausrüstung. Oder am besten könnte man noch hier halt das Ding dran setzen. Dafür brauchen wir wieder 5 Titan, 2 Kupfer, 1 Gold und eine Tischkoralle. Ja, das Titan, das habe ich jetzt schon so gut wieder ausgegeben. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Das kriegt man ja auch am leichtesten. So, wir haben Durst, wir haben Hunger. Ja, das Schmatzgeräusch passt doch. Dann gönne ich mir hier nochmal einmal Wasser, dann kannst du dir hier wieder vollkommen klar werden. Muss ich bestimmt den Bioreaktor nochmal vollsetzen. Aber beide Bäume sind soweit fertig. Oh, hier ist noch was drin. Tatsache. Ja, dann Prost Mahlzeit. Überfresse ich mich heute mal.
Und wir müssen jetzt auch nochmal gucken, dass wir auch nochmal verschiedene Arten der ganzen Sachen bekommen. Das heißt, ich werde jetzt mal Richtung erste Insel wieder gehen. Dann werden wir das Reparaturwerkzeug, denke ich mal, nicht brauchen. Konstruktion auch nicht. Hier war irgendwo mein Messer. Das werde ich schon eher brauchen. Damit wir die Fauna mit abschneiden können. Warum sei ich eigentlich immer Fauna? Keine Ahnung. Hat sich irgendwie so ein bisschen eingebläut. All systems online. So, das heißt, wir tauchen jetzt quasi fast auf. Und hier, wo ich das Leuchten gesehen habe, da ist wirklich eine Insel. Oder da müsste zumindest eine sein. Jawohl, ja. Bloß ich muss halt auch aufpassen. Hier könnte halt auch ein großer Fischi sein, der uns gerne fressen möchte. Kann ich hier schon parken? Ah, ich glaube, das ist keine gute Ecke, um zu parken. Wenn man da irgendwie nicht richtig hochkommt. Ja. So. Machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen Inselkunde. Möttchen bereitstellen. Und ja, jetzt erstmal hier alles mitnehmen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden hier nochmal ein bisschen Stuff. So, davon nehme ich einen mit. Ist ja jetzt eigentlich auch die Frage, hat dieser Laser oder was es auch immer war, eigentlich alles zerschossen? Oder ist vom Boot noch ein bisschen was übrig geblieben? Oh. Ne, mit Vapor möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Aber hier haben wir jetzt auch nur Korallenbäume. So, folgen wir einfach mal dem Weg wieder. Es gab ja noch ein bisschen mehr. Außer nur Korallenbäume. Da unten am Strand liegen auch noch ein paar Steinchen, die ich kaputt machen kann. Oh, Blei. Wunderbar. Warum benutze ich nicht eigentlich die Schubkanone? Weiß ich selber nicht. Oh, ist das nicht von der Zyklon? Ja, Maschinenfragment. Aha. Ich wusste doch, hier an der Insel ist irgendwo einer. Man sieht dich zwar ganz, ganz schlecht, aber man hört dich wieder. Werter Kollege. So, dann wollen wir nochmal schauen hier, ob wir nicht nochmal ein bisschen mehr Blei und Co. finden. Oder vielleicht noch andere Pflanzen hier haben. Also aber auch wieder ziemlich duster. Und zur anderen Insel wollte ich mich jetzt nicht teleportieren, weil da finde ich ja dann nahe wieder nicht richtig hin. Ich wollte hier schon in der Nähe der Motte bleiben, dann habe ich wenigstens so eine Art Signal, in welche Richtung ich gehen muss. Nee, 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 nee. Aua. Ich will doch nur ein paar Pilze. Ich will nur ein paar Pilze. So, haben wir hier jetzt noch ein bisschen was anderes hier oben vielleicht?
An Pflanzen, die ich mitnehmen kann. In Pflanzen halt. Wir haben nur noch so einen Springer, der mich gleich anspringen möchte und sagt, Papi, möchte ich essen? Ach, das war ein Riesenbrocken, den ich da jetzt gerade angezogen habe. Okay. Dann halt mit der Taschenlampe durch. Lithium. Ich hoffe, ich brauche wirklich so viele Diamanten und so viel Gold. Bleibe mir aber lieber. Da hängt immer Lithium an den Wänden. Nehmen wir auch mit. Bis wir voll sind, dauert es noch ein bisschen. Die Inseltour soll sich ja lohnen. Ne? Soll ja nicht unlohnt sein hier. Da haben wir auch noch mal ein bisschen was. Es ist scheiße dunkel ohne Taschenlampe. Hä? Da war nichts drin? Okay. Ja, krabbel mal. Aber nicht auf mich. Jetzt folgt er mir auch noch und beißt mich auch noch. Aua. So, wo bin ich jetzt hier? Hier ist, nicht so richtig, ne? Ich glaube, hier noch gar nicht wieder hoch, oder? Oh, ich rutsch jetzt hier erstmal durch und jetzt habe ich ein Problem. Ha! Ganz super. Motte ist da auf der Seite. Natürlich kommt hier gleich der erste Warper. Das ist aber ziemlich gut. Nicht? Lass mich. Ich bin nicht dein Essen. Okay. Gut, schnell hier einmal rum. Oh, 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 oh. Ich höre ihn doch. Ich habe einen Scanner. Ich weiß, mich zu verteidigen. Hat der mich jetzt verjagt? Wo ist mein... Das war Blei, oder? Es war Blei. Maschinenfragment. Was machst du eigentlich jetzt hier? Letztes Mal, wo wir hier die Insel geguckt haben, warst du nicht da. Ich beschwer mich. So, jetzt muss ich hier irgendwie wieder rumkommen. Ich gehe lieber Landweg. Das ist mir gerade ein bisschen sicherer. So, wie viel Platz habe ich noch? Ja, ich würde gerne wieder nach Hause. Ja, die Motte habe ich ja natürlich auch super geparkt. Um euch der Welt. So wie einmal komplett rum. Aber hier müssten wir wohl wahrscheinlich auch öfters nochmal her. Gerade wegen den Zyklop-Bauplänen. Ich hätte mir mal den kleinen Seegleiter mitnehmen sollen. Okay, hier hinten
haben wir auch noch mal ein bisschen was. Silber. Blei, sehr schön. Jetzt will ich schon gar nicht mehr sterben. Jetzt haben wir das Inventar halb voll. Hoppala. So, nee, 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 du beißt mich jetzt mal nicht. Jetzt so mal gucken. Na, bisschen was könnten wir noch mitnehmen. Vielleicht haben wir hier nochmal Chancen auf irgendeinen Bauplan. Oder Maschinenbauplan. Der Zyklon. Ah, da unten liegt nochmal was. Können wir nochmal schnell gucken hier. Nee, das ist es nicht. Wir brauchen noch Brücken, Rumpf, um das fertigzustellen. So, das ist jetzt Maschinen. Das hatten wir schon. Und das ist auch Maschinen. Welcome aboard, Captain. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier hinten die Maschine eigentlich so gut wie fertig. Oh, Titan. Das Rot-Titan. Das nehmen wir uns doch auch nochmal mit. Teilschrott, wir sind voll. Ja gut, ich schmeiß jetzt auch nichts weg, das bringt nichts. Wir haben eh nur einen Platz. Ja, da vorne geradezu. Jetzt möchte ich auch unbedingt den Scannerraum so schnell wie möglich fertig bauen. Denn wir wissen ja, dass da vorne jetzt die Insel ist und unsere Sonde ist ja eigentlich nicht so weit weg. Vielleicht können wir ihn ja von der Basis aus erhaschen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil wir wissen ja, dass er da irgendwo rumschwebt. Aber vielleicht müssen wir noch ein bisschen näher auch nochmal eine Basis bauen. Das wird sich zeigen. So, unsere Pflanzen wachsen und gedeihen. Das ist sehr schön. Können wir sogar demnächst die Gelsäcke abholen. Aber jetzt wollen wir hier erstmal... Wir haben jetzt einmal Stahlschrott und einmal Pflanze. Machen wir hier, damit das hier mal ein bisschen belebter aussieht, noch ein kleines Bäumchen. Und dann machen wir hier so, so, so und so. Ja, sieht doch wenigstens ein bisschen schöner aus, wenn das hier ein bisschen belebter ist. Die kommen jetzt erstmal da rein. Und dann machen wir hier hinten jetzt mal langsam fertig. So, einmal hier Titan. Kabelsatz. Brauchten wir noch einen Kabelsatz? Ich glaube gerade nicht. So, hier ist ja eigentlich auch alles fertig. Kann ja mal hier den Erbauer wieder rausnehmen. Können wir jetzt hier eine Leiter... Jetzt können wir hier eine Leiter dran setzen. Sehr schön. Dann kann ich von hier aus den Scannerraum bauen. Kupfer haben wir eigentlich auch noch da. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Oh, dieses Geräusch. So, Kupfer haben wir auch da. Und jetzt fehlt nur noch die Tischkoralle. Und die haben wir hier hoffentlich auch irgendwo noch. Oder habe ich die für irgendwas anderes benutzt? Nee, die haben wir hier noch. So. Scannerraum wieder einsetzbar. Wunderbar. Ah, jetzt kann man hier mal so ein bisschen sehen. Ah, Kreaturenei, Titan, Wrack, Fragment. Na, Fragmenten können wir auch scannen. Und haben auch gleich instant das erste Fragment gefunden. Oh. Das ist die falsche Kamera. Das hier ist die richtige Kamera.
So, dann düsen wir mal kurz runter zum Fragment. Ah, die Scannerräume sind schon cool. Was habe ich da für ein Fragment vergessen? Was liegt denn da? Ah, das scheint ein Zyklonfragment zu sein. Okay. So, dann gucken wir doch mal. Müssen ja jetzt hier nur noch ein Stückchen weiter. Oh, jetzt wird das Bild schon grisselig. Und hier müsste ja irgendwo der große Böse sein, oder? Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu weit nach oben schon. Ja, hier müsste er irgendwo sein. Komm, wir wollen ein Foto mit dir machen. Ha. Scheint aber nicht mehr da zu sein. Man hört ihn auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man ihn über den Scannerraum überhaupt hören kann. Ist halt auch so mega grisselig jetzt. Jetzt sind wir gleich. Da ist er. Ja, hallo. Na, du? Lass ihn mal anschauen. Alter, bist du laut. Ich habe aber Probleme, ihm zu folgen. Der ist ganz schön schnell. Au. Okay, dann wissen wir ja jetzt, dass du da bist. Das heißt, da wo unsere eine Kamera ist, Kamera 4, dort ist auch der Leviathan. So, gehen wir nochmal zu Kamera 2. Oh, du bist ja ganz schön weit weg. Wo ist denn der... Ja, kommst du jetzt näher? Ja, okay, gut. Dich jagen wir mal wieder nach Hause irgendwo. Ah, da hinten. Das heißt, du bist ja jetzt eigentlich auch hier direkt in der Nähe. Dann könnten wir doch mal gucken, ob wir dich nicht auch dort irgendwo positionieren können. Das ist nochmal ein Zyklonfragment. Hier auch und jetzt entferne ich mich. Wie bin ich denn hierher gekommen? Muss ich die andere Seite nehmen, ne? Ob man die Reichweite von den Dingern auch erhöhen kann? Ich weiß nicht. Mal kurz gucken. Es gab ja hier einiges, was man machen konnte. Scannerraum Sichtfeldchip. Beschleunigungsmodul. Reichweite. Ja, aber die Drohnen sind nicht so weit. Machen wir mal nochmal ein Beschleunigungsmodul. Wir haben ja eh da genug davon. Das können wir auch gleich einsetzen. So. Dann ist der Scannerraum nochmal ein bisschen schneller. Ja, gut. Scannerraum sitzt wieder. Das ist gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Ich räume ein bisschen auf und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.